Hi Noel. Hallo. Wie geht's dir? Gut, und selbst? Wunderbar. Das ist schön. Du bist jetzt bei Sauerland. Ja, genau. Ich bin jetzt übergeswitcht von EC Boxing zu Sauerland. Und ja, ich bin wirklich zufrieden mit der Zusammenarbeit mit Sauerland. Und du trainierst in Hamburg immer noch? Genau, ich trainiere immer noch in Hamburg, weil hier fühle ich mich wohl, habe ich so einen Wohlfühlfaktor. Meine Familie ist auch hier und mit meinem Vater Koron trainiere ich hier zusammen mit meinem Bruder immer. Und das ist halt gut. Also ich kann mich gut vorbereiten. Aber du bist auch ab und zu in Berlin zum Training, also ich oder? Ich war 2 Monate in Berlin zur Probe zum Training dort, aber da habe ich mich nicht so gut gefühlt, weil ich da alleine auf mich gestellt war. Hier kocht meine Mutter mal für mich, ich habe hier einen Ernährungsberater, ich habe einen Fitnesscoach hier, einen richtigen Trainer, und dort muss ich mich um alles selber kümmern. Und wenn du zweimal am Tag trainierst, hast du keine Lust nach Hause zu kommen und dann noch zu kochen und das zu machen. Deswegen ist das schon viel angenehmer und leichter hier. Und wer ist dein Trainer? Koron Geber. Haben wir davon gehört, ja? Ja. Ex-Europameister. Nicht Ex-Abraham-Gegner, Ex-Europameister. Und wer steht in deiner Ecke? Beim letzten Kampf war das auch jetzt Koron, Thorsten Schmitz und Sebastian Silvester. Also hauptsächlich Koron und dann noch das Sauerland-Team. Du bist nicht in Büstrom bei Kerstin Röber oder so? Nein. Bisher noch nicht. Vielleicht fahre ich mal zum Trainingslager darüber, wenn ich einen Titelkampf boxe, wie das jetzt bisher zu besprochen ist, dass ich für Titelkämpfe, für die Vorbereitung nach Berlin fahre. Und, ja, wenn ein Titelkampf kommt, dann werden wir sehen. Wie viele Kämpfe hast du jetzt gemacht? Jetzt habe ich 9 Kämpfe. 9 gewonnen und 5 K.O. Ich wünschte, alle wären K.O., aber hätte ich ein erfahrener Amateur, hätte ich die anderen auch K.O. gestärkt. Auch nicht schlecht. Und nächstes Mal, du boxst, das wird in Stuttgart? Genau, im Vorprogramm von Arslan gegen Hook 2. Da werde ich meinen 10. Kampf bestreiten. Und der Gegner wird wahrscheinlich diesmal noch ein Tick besser als der letzte Gegner. Und ich freue mich darauf, dass ich diesmal bessere Leistungen bringe als letztes Mal. Und immer Stück für Stück steige. Und bald ist Zeit für Titelkämpfe. Da hast du 10 Kämpfe gemacht. Damit langsam schon. Zeit. Ich hoffe schon. Jetzt habe ich schon 8 Runden geboxt und die 8 Runden waren sehr angenehm, viel angenehmer als meine letzten 6 Runden. Deswegen denke ich, dass du auch 10 Runden kein Problem werden, demnächst mal zu boxen und danach auch 12 Runden Titelkämpfe. Okay. Und die dann vorzeitig. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg. Dankeschön. Eine weitere Karriere. Danke. Und wir hören weiter voneinander. Dankeschön. Danke.